Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play OpenTDD Part Nummer 2. Ja, wir sind hier zurück bei der Stadt Odawara und möchten unser Japan-Let's Play fortführen. Wir haben ja letztes Mal aufgehört, indem wir hier die Verbindung von diesem Wertstoffhof zur Recyclingfabrik hier oben gemacht haben. Genau. Und wie ich jetzt inzwischen gesehen habe, sind das eigentlich... Es ist immer noch viel zu wenig, beziehungsweise wir transportieren einfach viel zu wenig. Das heißt, wir sehen sie hier gut 11% befördert, das ist einfach viel zu wenig. Da können wir noch viel mehr machen. Aber ich lasse es mal vorübergehen so. Was ich jetzt machen wollte, genau was ich auch noch machen wollte, ist hier der Bus etwas mehr auslasten, weil der ist mir etwas unterausgelastet. Wenn ich ihn mal sehe, hier oben ist er doch, genau, da ist er. Dann will ich noch einen zweiten, weil ihr seht hier, ja, das sind immer sehr viele Leute. Ich denke, da kann es nicht schaden, wenn wir hier noch einen zweiten laufen lassen. Kopieren wir den hier, klicken wir drauf und lassen den auch gerade gehen. So. Das nur so nebenbei. Jetzt haben wir ja zwei Busse, die hier verkehren, was ja nicht schlecht ist. Ist eigentlich gut, ne? Okay, des Weiteren, was mir noch aufgefallen ist, dass wir ja hier produzieren wir Produktionsgüter und Altmetall. Das habe ich mich vorhin schon erkundigt. Können wir hier verwenden, bei diesen zwei Fabriken? Wir haben eine Möbelfabrik und wir haben hier ein Stahlwalzwerk. Hier benötigen wir Altmetall und hier benötigen wir Produktionsgüter. Ich denke, das ist doch optimal, wenn wir nun hier einen gemeinsamen Straßenbahnhof, ich sagte mir jetzt mal was, errichten. Ich denke, dann werde ich hier so dazwischen hauen. Aber ich möchte mit dem einen Bahnhof gerade beides erreichen. Oder muss ich so? Ich glaube, das sollte gehen. Lass mich mal kurz gucken. Nein. Aber hier geht es. Das heißt, ich muss nochmal eine Linie machen. So. Mal gehen wir so rum. Können wir das gerade noch etwas erweitern hier? Mach das etwas größer. Oh. Das wollte ich nicht. Das ist kein Problem, aber das kriege ich nochmal neu hier. So. Eigentlich können wir das theoretisch gerade hier anbinden, sehe ich gerade. Irgendwie sowas. So. Dann will ich das so machen. Ich mach mal hier das Depot, würde ich mal. Und diese Seite hier bauen. So. Gut, nun müssen wir also Trucks erstellen, die von hier die Produktionsgüter und das Altmetall nach da drüben verfrachten. Waren wir hier? Ich mache hier mal gerade Altmetall und jetzt sehen wir das, wo ich in der, dass ich in der ersten Folge gesprochen habe, dass wir hier solche großen LKWs haben, die einen Anhänger dran haben und die können eben nicht in so einer Station können die nicht halten, die können nur in diesen zwei halten, deshalb haben wir überall die anderen gemacht. Ich denke, für Altmetall passt dieser besser, der ist ziemlich neu, bietet auch ziemlich viel Platz. Kaufen wir den. Rüsten den um nach Altmetall. Und man sieht gerade, der ist auch gerade umrüstbar nach Produktionsgüter, was auch gut ist. Also hier habe ich, ja, ich denke, ja, ich habe es gemacht, aber was ist denn nochmal? So, dann werden wir seine Route bestimmen. Er wird von hier, wird dann nach, oh, da habe ich noch keine Ladeplätze gemacht. So, fahrt so nach hier. Hier möchten wir ja vollladen einer Fracht und hier entladen. Und jetzt kann ich den viermal kopieren. Zweimal für Altmetall.
Und zweimal für Produktionsgüter. Also das sind die für Produktionsgüter und die oberen sind für Altmetall. Und die beiden sind jetzt schon für Altmetall, die kann ich lassen. Aber die hier muss ich noch umrüsten nach Produktionsgüter. Genau. Ich auch den fahren lassen. Den ebenfalls. So. Gut, dann werden wir doch mal sehen, ob das funktioniert. Die müssen jetzt da auf einem Anmarsch sein. Ich drücke hier mal den Knopf hier. Auf jeden Fall sollten sie jetzt da hinfahren und dann da warten. So ist zumindest der Plan. Mal sehen, ob das richtig funktioniert. Jetzt sehe ich aber noch ein anderes Problem, nämlich... Ja, genau das folgende Problem sehe ich hier. Ja, das ist nämlich nicht gut. Dann lassen wir den... Ja gut, jetzt ist er durchgefahren, aber das sollte nicht sein. Deshalb lasse ich den mal kurz überspringen und den auch mal kurz überspringen lassen. Dass er einfach bei der nächsten Haltestelle anfängt, dass es hier wieder Freiboxen gibt. Weil sonst gibt es hier einen Stau. Ich glaube, die müssen zur Wartung. Besten wir bauen hier noch so ein Depot hin. Dann können die gleich hier zur Wartung. So, wir sehen hier, die werden hier gefüllt. Jetzt sind die voll, jetzt können die abfahren. Gut. Das sollte nun soweit funktionieren. Wir tracken die mal hier kurz. Aber das geht so. Ah, das geht jetzt nicht extrem schnell. Das geht überhaupt nicht schnell. Aber, weißt du was, ich mache mal kurz was anderes. Ich gucke mir das hier noch um. Was ist das? Ist eine Düngerfabrik. Was haben wir hier? Ja, haben wir eine Plastikfabrik. Die brauchen auch Chemikalien. Okay. Gut, jetzt sind wir nicht da angekommen. Aber ich muss die Dinger noch setzen gehen. Aber das müssen wir noch machen. Jetzt wird das einbauen. Aber hier so. Hier so. So. Sieht, das hat jetzt tiptop funktioniert. So. Gut, damit bin ich eigentlich schon zufrieden hier. So, des Weiteren wollte ich noch, gut, wir sehen hier, oder war, wird wirklich groß. Das ist gut. Da kommen auch nämlich sehr viele Passagiere. Was ich auch machen wollte, ich wollte eigentlich mal das Flugzeug kopieren. Mal anklicken hier das hier, das wollte ich mal kopieren. So, das können wir uns ja leisten, glücklicherweise. Oder warte mal, können wir sonst gleich nochmal kopieren? Es werden 27 Millionen Yen gebraucht. Lass mal das ein bisschen schneller laufen, dann kommen wir vielleicht schneller zu den 27 Millionen Yen. Und ganz ehrlich, du solltest eigentlich zuerst an den Flughafen gehen. Und da die Leute aufholen, wenn du den, wenn schon den schon, ne? So, jetzt können wir uns den dritten. Nein, der wird, die werden alle in die andere Richtung. Wieso ist das so? Versteht das auch nicht. Was ist das jetzt? Das ist das dritte Flugzeug. Wieso musste er erst abheben? Dass er dann landete und dass er wieder... Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Aber gut, wir nehmen hier schon mal die Passagiere weg. Was ich eigentlich möchte, die Bewertung ist sehr schlecht.
Gut, es gab bis jetzt auch nur ein kleines Flugzeug, das ist auch nicht gut, das stimmt natürlich. Aber was ich noch machen möchte, ist, ich möchte hier die umliegenden Dörfer alle noch zu diesem Flughafen bringen. Das ist noch mein Ziel. Das heißt, ich werde das folgendermaßen lösen, und zwar mit Straßenbahnbau. Ich werde das wie folgt lösen. Ich werde das ähnliche System wie zum Beispiel hier aufbauen. Nur möchte ich es haben, dass wir Leute von den kleinen Dörfern hier außerhalb zu den großen Flughäfen bringen, dass wir die da dann in die großen Flugzeuge einladen können und noch weiter bringen können. Das heißt, dass wir eigentlich die Leute, den maximalen Profit von diesen Leuten herausholen. Genau das möchte ich. Und damit machen wir hier einen großen Trambahnhof. Ich weiß nicht, wie viele. Ja, da brauche ich nicht so viel. Das sollte genügen hier. Machen das noch ein bisschen eben. Vielleicht so, ja. Ja, okay, das ist gut. Zum Beispiel hier, ich werde jetzt so als Beispiel, wenn wir mal dieses Dorf hier. Saijo, irgend sowas. Wenn wir das mal versuchen. Nein, ich möchte nicht hier wegbauen. So. Oh, dann müssen wir eine Brücke bauen. Sehe ich gerade. Und dann wieder die Brücke, weil sie so schön ist. Weil ich die so mag, dann mache ich die Strecke hier bis in das Stadtzentrum. Dann müssen wir die Strecken hier eigentlich nur noch verbinden. So. Jetzt ist immerhin dieses Dorf schon mal angebunden. Wir können auch noch dieses Dorf hier anbinden. Das ist auch kein Problem. Ist nur die Frage, wo ich hier die Haltestelle mache. Ich denke, ich mache die da, ja. So, die mache ich. Die mache ich. So. Und zu den Haltestellen. Die werde ich hier platzieren. Hier möchte ich sie hier haben. Oder hier? Hier? Nein, hier ist besser. Und so können wir auch wirklich die Leute von den Vororten hier herauslocken, dass sie dann hier, ich lasse das mal offen, dass sie dann hierher kommen zu dem großen Flughafen, den ich hier bauen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich das bauen lässt. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, er lässt mich das bauen. Gut. Station ist zu groß. Ist zu groß. Das sagt mir nicht. Aber gut, wenn es so ist, wenn ich wirklich keine bauen kann, dann reiße ich die Gleise hier ab. Lassen wir halt die drei da sein. Muss auch so funktionieren. Kann ich jetzt auch nichts machen für. Aber kann ich dann auch hier keines mehr an, also keinen Bahnhof mehr machen? Mal gucken, lass mich das kurz sehen. Ja, hier kann ich wieder einen machen, genau. Ja, alles klar. Gut, dann werde ich das. Dann werde ich das anders lösen hier. Lass mich kurz überlegen, wie möchte ich das machen. Bin unschlüssig, wie ich das machen soll. Aber harte Stellen kann man keine Brücken bauen. Ehrlich gesagt, können wir einfach hier
noch machen, ganz, ganz ehrlich. Ich mach das so. So. Wenn wir hier noch drei Haltestellen bauen. Weil ich denke, hier werden wir diese Haltestellen brauchen. So. Es wäre jetzt nun aber klüger gewesen, wenn ich das hier hingebaut hätte. Was ich denke, ich auch machen werde. Eindeutig die schlauere Idee. Dann hier zum Straßenbahnbau. Ist das was? So. Dann machen wir das auch hier eins höher. Oder kann man nicht die Brücke so bauen? Ja doch, das geht ja auch. Super. Ah, das ist jetzt nämlich genau doof hier. Mal das so. Helfen wir der Natur etwas nach? So sieht das doch schon viel besser aus. Mache ich hier noch, dass mich dann noch das eins höher mache. So, gut, dann mache ich das Depot hin. Und das sollte jetzt, ja, sollte in Ordnung sein. Dann werde ich mal die ersten Straßenbahnen hier kaufen. Was kaufen wir denn hier? Ich denke, die Telford sind sicher die richtigen für uns. Telford Comfort 3 Car. Das sind die richtigen. Ich auch wieder den Fahrplan nach Saijo und fahre nach. Und hier werden wir alles vollladen. Und hier werden wir umladen. Was uns umladen bringt, ist, dass ich die Leute, die kann ich holen. Und ich kann sie nicht im Flughafen abladen, dass sie da verschwinden, sondern ich möchte sie umladen. Die bleiben dann am Flughafen und von da aus kann ich sie dann weiter verfrachten, sage ich mal. Und ja, ich finde das ziemlich gut, weil da kann ich den maximalen Profit bzw. die maximale Strecke rausholen. Und ich mache das eigentlich immer so bei den Flughafen, bei den Flughäfen, dass ich da aus der Umgebung die Leute anziehe und dann da umladen werde. So, dann machen wir das gleiche Fahrzeug noch einmal, nur möchten wir diesmal mal löschen. Möchten wir fahren zu Daito? Nein, das war falsch. Wir möchten zu Daito, Daito und vollladen. Dann möchten wir das hier am Flughafen. Nein, ich möchte das nachher haben. So. So, dann möchten wir jetzt am Flughafen und werden das umladen. Umladen. Genau, so möchte ich mir das haben. Gut, dann will ich auch dieses Straßenfahrzeug noch starten. So, wir verfolgen das hier gleich mal. Und das Teil hier kann, wie viele Passagiere? 126 Passagiere. Die sind jetzt drin. Und wieso fährt das Ding jetzt nicht? Ah, ich weiß, wieso es nicht fährt. Ich weiß es. Und zwar darum. So, jetzt kann es nämlich hier wenden. Wenn man nämlich die Station am Ende des Gleises macht, was ich hier nicht gemacht habe, dann kann das Tram nicht wenden. Und das hat uns jetzt eben das Problem verursacht. So, du siehst, oh, wir können schon lange ein zweites Tram hier machen, weil ihr seht, wie viele Leute das da schon warten. Können wir doch gerade ohne Probleme gerade ein zweites losschicken. Wenn ich schon gerade ein drittes, wenn ich das so ansehe. Wir werden das mal etwas überwachen.
Ja, das ist wirklich viel, das da kommt. Sind wir schon die 400er Marke wie immer überschritten? Ja, das ist, da brauche ich noch mal eins. So. Gut, ich denke, drei sollten genügen. Oder ja, ich weiß nicht. Ich denke, drei genügen. Und die sind jetzt da kontinuierlich im Einsatz und bringen die Leute hier. Man sieht es hier an dem Plus, dass da umgeladene Leute sind. Oder man kann auch Waren umladen, zum Beispiel von einer, wenn ich die Wertstoffe hier möchte ich hier haben und möchte jetzt sie zu meinem Bahnhof bringen zum Beispiel, dann kann ich das ebenfalls machen. Ist auch eine ganz einfache Lösung. Hier in Daito genügt eines. So groß ist jetzt die Stadt nicht. Aber auch hier haben wir einen Wertstoffvorfall. Wir sehen 63 Tonnen Wertstoffe. Und ich habe hier 900 Tonnen, das ist das oder 1000 Tonnen, das ist extrem viel. Ich möchte mich in nächster Zeit irgendwann mal auf den Aufbau eines Schienennetzwerkes konzentrieren. Das denke ich aber, das machen wir in der nächsten Folge. Wo ich noch gucken wollte, ist in dem anderen Flughafen, den wir noch betreiben. Ja, das war irgendwo hier unten, genau. Ja, das war die Städte noch ein bisschen wachsen lassen. Das ist sicher ganz gut, denke ich mal. Das machen wir auch wieder, indem wir hier einfach eine Buslinie machen. Oder, weiß auch nicht, ja, eine Buslinie ist optimal, denke ich jetzt. Ein Schrottplatz, okay. Naja, ich werde hier mal so eine Buslinie machen. Die Gebäude mal schnell ausstellen, dass ich das Straßennetz etwas analysieren kann. Oder wir könnten hier eigentlich Trams machen. Trams durch die Stadt sind sicher nicht schlecht. Reißen wir das Teil hier ab, ja, weiß einer, was das soll. So. Gut. Dann werde ich hier ein Straßenbahnnetzwerk hier aufbauen in der Stadt. Ich möchte so eine Art Rundkurs, denke ich mal, ist sicher optimal. Aber ich sehe gerade, hier haben wir unförmige, wo das geht, ist gut. Ich denke, wenn wir so von hier durch machen, ist das sicher ganz in Ordnung. Ja, könnte ich mir auch schon etwas vorstellen. Okay, jawohl. Gut, die verweigern natürlich alles wieder. Das altbekannte Leier, die kennen wir schon. Aber ich werde destotrotz mein Straßenbahnnetzwerk hier aufbauen. Und zwar wird das hier außen durchgehen. So. Dann gehen wir hier beim Flughafen vorbei, durch die Stadt hier nach vorne, alles wieder zurück. Oder hier sind wir, ja, ist gut. Dann hier will ich außenrum gehen. Ich würde das ganz gerne so machen. So, dann haben wir noch eine nette kleine Straßenbahn um die Stadt herum, beziehungsweise um die beiden Städte herum. Dann machen wir mal ein Depot, können wir eins hier bei der Stadt machen und hier so hier in der Innenstadt. Ist hier noch Platz? Ja, das ist nicht verbunden, sehe ich gerade. Dann werde ich das Depot. Wo werden wir das machen? Wo sehe ich noch Platz? Ich sehe keinen Platz. Na doch, hier können wir das doch machen.
Oh, da ist ein Gebäude drauf oder ein abreißendes Ding hier. Kann ich nicht. Okay, na gut, dann werden wir das Gebäude einfach. Hier machen. So, und jetzt werden wir wahrscheinlich das Problem mit der Haltestelle haben. Achtung. Ah, das geht dann wieder. Okay, gut. Mal hier so. Mal hier noch so. Oder so. Damit die drei haben wir gebaut. Das ist ja formidabel. Innenstadt noch eins. Dann machen wir so den Rundkurs. Nur Straßenfahrzeuge wieder. Die sind doch ziemlich gut. Dann mache ich für die den Rundkursfahrplan. Dann gehen wir nach hier hin. Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir hier hin. Dann sind wir wieder bei oben. Und das müsste, da muss ich nicht vorladen, das ist okay. Oh, ich denke, dann können wir das starten lassen. Das Problem ist jetzt einfach, beim ersten Mal fährt er zwar durch, aber er holt keine Leute. Weil jetzt erst die Leute anfangen, hier in die Station sich zu begeben. Man sieht hier, sie fangen erst jetzt an, da hereinzukommen. Und jetzt macht er sozusagen eine Leerrunde, was uns eigentlich gar nichts bringt. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Jetzt fährt er da an jeder Haltestelle vorbei. Man sieht es hier schon, 67, 90, das geht unglaublich schnell. Hier auch, das geht wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Da würde ich natürlich gerade das Fahrzeug kopieren. So. Und ich weiß, dass hier nicht so viele Leute einsteigen. Deshalb möchte ich auch nicht warten, bis das Tram voll ist. Aber hier bei den Stationen hier, die werden wahrscheinlich sehr, 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 ihr seht schon, nicht mal eine Minute und da sind schon 700 Leute am Warten. Ich meine, das ist doch verrückt, nicht wahr? Ich denke, was sicher nicht schlecht ist, ist, wenn wir noch so ein kleines City-Tram machen. Oder nee, ich bin mir nicht sicher. Lassen wir das mal so, wie es momentan ist. Ja, lassen wir das am besten mal einfach so. Gut, damit sollte jetzt diese Stadt auch wachsen. Haben wir das auch hinter uns gekriegt. Und ich habe jetzt leider nicht auf Uhr geguckt. Aber ich denke, mein Gefühl sagt mir, dass wir etwa mit der Folge fertig sein sollen. Ich gucke mich noch ein bisschen um, was es hier noch so gibt. Bauernhof, okay. Aber ich denke, dass wir etwa am Ende dieser Folge angekommen sind. In der nächsten Folge werden wir höchstwahrscheinlich damit beginnen, unser Schienennetz aufzubauen, was mir sehr viel, worauf ich mich sehr schon freue, schon jetzt. Und ja, damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie schon letztes Mal gesagt, würde ich mich über allfällige Bemerkungen oder Verbesserungen, könnt ihr mir gerne als Kommentar oder als PN schreiben. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.